Ladies and gentlemen, please welcome the President and CEO of Automobili Lamborghini, Stefan Winkelmann. Buonasera, signore e signori, e bentrovati. Meine Damen und Herren, das ist der neue Lamborghini Asterion, LPI 910-4. Das ist ein Konzeptfahrzeug und es ist der erste Lamborghini mit einer Plug-in-Hybrid-Lösung. Dieser Technikträger vereint in sich alle Kernwerte unserer Marke. Visionary, das ist seit jeher für uns die Kraft zur Vision, seit Anbeginn der Lamborghini-Zeit. Cutting Edge steht für das Wegweisende, aber auch Grenzüberschreitende unserer Marke. Und Pure, Purismus, steht für das, was absolut notwendig ist, also nur für das, was wir nicht lassen können. Nun zu einigen technischen Eckdaten, die dieses Fahrzeug auszeichnet. Mit nur 98 Gramm pro Kilometer haben wir die CO2-Emission dramatisch gesenkt. In rein elektrischem Fahrmodus hat er eine Reichweite von 50 Kilometern und das bedeutet emissionsfreies Fahren in der Stadt. Und auf der anderen Seite hat er aber auch einen V10-Motor mit drei Elektromotoren, die zu einer Systemleistung von 910 PS führen. Und Lamborghini und 910 PS bedeutet dann wieder Emotion und typische Lamborghini-Fahrleistungen. Das Design ist neu und vollkommen unerwartet, aber wie wir glauben, passt es wirklich perfekt zu diesem Fahrzeug. Der Name Asterion stammt aus der griechischen Mythologie und er war der Name des Minotaurus. Der Minotaurus ist eine Hybridgestalt, halb Mensch und halb Stier. Und diese Dualität haben wir auch in diesem Lamborghini Asterion, weil wir auf der einen Seite einen Verbrennungsmotor haben und auf der anderen Seite die Hybridtechnologie. Und so haben wir zwei Dinge vereint, nämlich die Innovation und die Emotion und haben eine weitere Dimension hinzugefügt und diese ist die Dimension der Nachhaltigkeit. Alles Weitere morgen früh auf unserer Pressekonferenz um 9:50 Uhr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Abend. Danke.